es geht weiter mit Tomb Raider, liebe Leute. Und ich stehe vor dem nächsten Dokument an dieser Stelle im Moment. Und das ist kein Dokument, es ist eine Reliquie, aber egal was. Wir schauen sie uns gemeinsam an. Amerikanische Soldaten würden so etwas nie zurücklassen. Ich glaube, keiner von ihnen ist lebend von hier weggekommen. Man hat immer so, wenn man auch diese Reliquien sich anschaut, manchmal so ein, weiß ich nicht, gibt mir so ein trauriges, bedrücktes Gefühl irgendwie, immer zu wissen, dass hier so viele Leute waren und die leben alle nicht mehr und wollten dann noch immer irgendwie was mitteilen oder wie auch immer, naja. Irgendwie halt traurig, irgendwie schon, ja. Die Leute hatten ja alle nicht vor, hier auf dieser Insel zu sterben, aber es waren schon ganz schön viele. Ja, ich hopp's hier lustig durch die Gegend. Ich weiß gerade gar nicht, wo lang. Ach, da oben soll was sein. Okay, kann ich das hier schon so einschießen? Das sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden. Eigentlich muss ich da hoch finden. Dann müsste ich es hinkriegen. Von da nach da, von dem Seil. Ach du. Ach du, oh Gott. Das ist doof. Ginge das nicht etwas einfacher? blöd. Ich hatte doch auch hier, wenn wir wieder hier in die Richtung laufen, dann kann ich mir auch das Dokument erstmal holen, weil das muss ich auch noch holen. Visiere ich das erstmal an. Dann laufen wir mal erstmal hier zurück, wo ich eigentlich schon war. Ich habe nur zwischenzeitlich noch anderes erledigt. Ich sammle auch noch eine Menge Bergungsgut ein, von daher, ja. Das müsste aber unten liegen. Täusche ich mich? Wo ist denn das? Hinten unten. Okay. Oh Gott, es ist so kompliziert hier immer. Alles. Naja. Weil runter geht's ja immer, ne? Aber. Naja. Runter kommt man halt schnell jetzt mit den Seilen und so. Ich mache aber zwischenzeitlich halt auch außerhalb der Aufnahmen immer mal selber neue. So, jetzt sind wir hier an diesem Seil und ich glaube, da wollte ich auch hin. Kann das sein? Moment mal. Bin jetzt mal, wenn ich hier das Geo-Ding anvisiere, dann ist das da. Ne, da wollte ich hin. Okay, ich überlege nämlich gerade, vorhin stand ich unten, dann habe ich hier hochgeguckt, jetzt bin ich hier und weiß auch nicht weiter. Ach, da unten liegt ein... Ich springe hier einfach jetzt mal ganz doof aufs Dach und schnappe mir das doofe Geo einfach so. Das hau ich so rein. Nein, 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 das lief nicht so wie geplant. Aber immerhin durch den Sturzflug das Geo bekommen. Brauche ich mir das zumindest nicht auch noch wiederholen. Was war denn da oben? Dass ich da dann... Ach, was soll's. Okay. Wie komme ich denn da hin? Immer die Frage der Fragen. Wie komme ich wohin? So, hier war ich jetzt gerade eben auch schon. Das Geo liegt da oben wahrscheinlich drin. Ne? Nee, hier auf dem Felsen. Also muss ich trotzdem da rüber. Warum habe ich das dann gerade nicht geschafft, den Sprung? Das war doch eigentlich... Die Idee an sich war doch gut. Mach ich so. Aha. Bin ich hier unten wieder. Toll. Schaffe ich das dann nicht einfach noch höher zu klettern? Ich muss doch nur hier hoch. Kommt sie da nicht irgendwie hin? Das ist voll doof. Hier auf die Tonne. Nimm doch die Tonne. Genau. Hui. Und dann einfach festhalten oben. Mädel. Kann doch nicht so schwer sein, hier die Tonne zu steigen. Da hoch zu klettern. Geht es hier hoch? Hier am Rand. Geht es hier hoch? Ah, so blockmäßig, wie in den alten Tomb Raider Teilen. Ja, man kann es sich auch schwer machen, ne? So, Bergungsgut, Bergungsgut. Bla bla bla. Wunderbar. So wird das noch was mit unseren ganzen Waffen vielleicht, eventuell. Wo war jetzt der Geo? Ich dachte, der wäre jetzt hier. Schon wieder dran vorbeigelaufen. Na, so passiert das dann mir halt auch immer.
14 von 15. Und ein Nest, was ich aber schon ausgeraubt habe, ne? Ja. Mit den Eiern. Gut. Ja, ging also doch an der Ecke jetzt schneller als gedacht. Da wäre noch ein Geo. Ich will jetzt eigentlich das Dokument aber haben. Gut. Wäre aber zu weit der Weg, da nochmal hinzulaufen. Ich will das ja persönlich auch schaffen mit den Geos und so. Wahrscheinlich wegen Errungenschaften und so. Keine Ahnung, wieso mir das immer wichtig ist. Aber es ist irgendwie... manches muss man immer... Hallo, ich... Geh doch einfach mal runter. Ich will sie immer nicht so runterknallen lassen, aber wenn es dann so kompliziert ist, dann ist auch egal, ne? Da oben müsste ich hin. Da kann ich nichts mit Seilen anfangen. Kann ich da irgendwas ran... bimseln? Ich glaube aber nicht. Ach, das ist ja super. Sie hält sich hier direkt fest. Das ist ja prima. Na denn? Hauptsache oben. Aber hier komme ich jetzt gerade nicht weiter. Und was hat es da hinten mit auf sich? Kann ich das irgendwie einreißen oder so? Ah, okay. Ja, okay. Pilupalupulu, ich mach mal einfach einen Cut. Wir sehen uns beim Dokument wieder. Ich hole die Geos, weil das ist, der Weg ist zu weit und unsere Zeit geht flöten und ich will jetzt auch nicht irgendwie 5 Parts nur diese Sachen einsammeln. Deswegen hole ich mal Geo, lauf dann zum Dokument, also nochmal hier auf der Karte, das Geo holen. Gehe bis hierhin zum Dokument und da schalte ich dann wieder zu. Dann gehen wir zu diesem Schnellreiselager und dann schaue ich mal, wo es als nächstes dann hingeht, zu den nächsten Dokumenten und Reliquien. Bis dann. Gleich. So, da bin ich wieder an Ort und Stelle, genau da, wo ich sein wollte. Hier stehe ich vorm Dokument, hab schon wieder irgendwelche Leute auch erledigt und ist immer teilweise sehr amüsant, wieder zurückzukommen. Und dann reden die halt immer über Schach und was weiß ich nicht was. Und dann erledigt man die Leute immer so hinterrücks. Es ist ein bisschen fies und macht aber auch ein bisschen Spaß. Egal, hier das nächste Dokument. Es mangelt mir an nichts. Als Priesterin der Sonnenkönigin stehe ich am Hofe über allen anderen. Ich werde geschult in Sprachen, Etikette, Geschichte, Kriegsführung. Alles, was zum Herrschen vonnöten ist. Und die Königin ist wie eine Mutter zu mir. Warm, fürsorglich, liebend. Doch es fühlt sich falsch an, wie eine Art Schauspiel. Auch die anderen Priesterinnen sind beunruhigt. Einige fühlen dasselbe wie ich. Vielleicht sogar alle. Aber warum? Wovor haben wir Angst? Das war auch Hoshi an ihrer Seite. Das ist faszinierend. Hoshi beschreibt ihren Alltag als Priesterin, aber irgendetwas stimmte nicht. Ja, wir wissen ja mittlerweile auch, was nicht stimmte und so. Waren jetzt 9 von 10 Dokumenten. Immer noch nicht alle gefunden. Unglaublich. Aber hey, wir kommen der Wahrheit dieser Insel sozusagen trotzdem immer ein Stück näher. Und ich laufe mal hier schnell zum Schnellreiselager zurück, genau. Fragt sich nur, wie und wo der schnellste Weg ist. Ich will hier raus. Kann ich hier raus? Da kann ich raus. Geh mal runter. Ja. Nee. Ein bisschen hoch. Der war gut. Aber wenn ich rüberspringe, komm, ne? Kann man mal machen. So. Hier ist unser Lagerchen. Hier waren wir schon. Das Dokument schon gesehen. Ja, ich weiß nicht, war es das dann hier so an der Stelle? Ich bin ein bisschen verärgert. Hier ist noch ein Dokument, direkt im Lager auch wieder übersehen. Wahrscheinlich gerade deswegen, weil ich dann immer gerade die Waffen gemacht habe und es dann weitergeht und dann habe ich direkt was vor meiner Nase ist nicht gesehen. Ich würde sagen, wir benutzen das mal. Und dann gucke ich mal, ob ich da hinkommen kann. Das ist zwar kein Schnellreiselager, aber wäre ja schön, wenn ich da trotzdem hin kann. Kann ich aber nicht. Das ist ja blöd. Das ist aber genau das Lager, was wir bräuchten. Und das ist immer so ärgerlich, ne? Geh mal da hin. Da
dann müssen wir da ja zu Fuß extra noch hinlaufen. Das finde ich ein bisschen doof und aufwendig, aber naja. Ich könnte jetzt hier halt auch noch 5 Cuts machen, ist aber vom Schnibbeln her auch immer so ein bisschen anstrengend. Hinterher habe ich dann immer so zig Dateien und weiß überhaupt nicht mehr im Nachhinein, welche zu welcher gehört. Das dauert dann immer auch ein bisschen, deswegen ziehe ich es gerade mal so durch. Kann man da nicht schnell hinlaufen? Da ist ja ein Dokument gefunden worden, aber da ist was, was man irgendwie nicht gefunden hat oder so. War das da? Oder war das da? Wo war denn das? Das war doch hier. Bin ich jetzt doof? Warum ist das jetzt nicht mehr zu sehen? Vorher war doch da ein Dokument, was ich nicht gefunden habe. Das war direkt beim Tageslager. Aber das haben wir ja gefunden. Sieht man ja. Hä? Bin ich doof? Ja, dann haben wir ja doch alle gefunden, oder was? Hä? Kapier ich nicht. Gut, ist mir lieber, das jetzt nicht nochmal machen zu müssen. Ja, na gut. Dann, ja, die Karte, das wird ja immer vollständiger hier. Wo haben wir denn noch was nicht? Ich sehe da oben, ich sehe was. Ich sehe was, was du nicht siehst, genau. Das da, da ist nämlich noch eine Schatzkarte. Und vielleicht ist da ja auch noch ein Grab. Wer weiß. Juhu. Ich werde dich finden, egal was. So, dann sind wir hier wieder. Super, das wird sicher Spaß machen. Hier ist eine Schatzkarte. Wo soll die denn sein? Die ist ja ganz in der Nähe. Das ist ja da vorne. Das ist ja cool. So, dann gehen wir da mal hin. Ups. Das war schon mal das eine. Wo war das jetzt? Hier. Tada. Voll easy, miesi. Und schon haben wir hier einen Überblick über diverse andere Sachen, wie zum Beispiel, dass hinter uns eine Reliquie sein soll. Aha, interessant. Gut zu wissen. Sind jetzt hier auch wieder alle Wachen? Oh, das wäre so blöd und aufwendig. Da oben ist was. Was ist denn da drinne? Ich will da rein. Da ist was drinne in dem Raum hier. Komme ich da rein? Hier ist noch was. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Dass die auch die ganzen Sprachen schon kann, ne? So mit 20 Jahren, alles gelernt. Bin ein bisschen neidisch. Ich will auch das alles können. Ich will auch Lara sein. Wer will nicht das sein? Okay, wenn man ein Mann ist, will man vielleicht nicht Lara sein. Oder vielleicht gerade deswegen. Einfach mal das andere Geschlecht ausprobieren. Rede Quatsch. Aber ich finde Lara toll. Er ist ja auch eine Spielfigur. Die kann halt alles, ne? Habe ich mir schon oft Gedanken drüber gemacht. Ist ja auch egal. Ich will mal so nach rechts laufen. Eigentlich war ich auf der Suche nach was anderem. Aber ist ja schön. Ich hätte sowieso gesucht dann. Dann ist auch egal. Oben. Okay. Voll eisig hier. Sie müsste sich voll den Popo abfrieren. Die Schränke habe ich aber aufgemacht, oder was? Oben. Ich glaube, ich kann hier nach oben gehen. Ja. Dann habe ich das bestimmt irgendwie auf dem Weg. Hä? Doch damals ja alles eingesammelt, oder ne? Ich erinnere mich noch. Ach nee, hier ist eine Tür, die ich nicht aufgemacht habe. Na, das ist natürlich doof. Na gut. Die Tür habe ich natürlich nicht aufgemacht. Und da haben wir es auch schon. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person?
Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber dafür haben wir es jetzt gefunden. Und vorher nicht. Das reimte sich. Naja, lassen wir das mal lieber. Wenn die Ratte jetzt hier nicht aufhört, dann töte ich die gleich. So, das nächste. Das wäre dann der Geo. Und dann hätten wir es hier auch schon. Na, hast du es dann? Willst du hier nochmal langlaufen? Die kommt eh gleich wieder. Na, komm zurück, lauf dieselbe Route nochmal. Als ob sie es immer wüssten. Tschüss. Hier soll's wieder runter. Lass dich mal ruhig fallen. Hier, sammelt den Kram noch ein. Jetzt soll ich da hinten lang. Aha, okay. Ist doch irgendwie komisch, oder wenn man weiß, man ist so kurz vorm Spielende. Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr so dann nochmal irgendwo langlauft und dann ist das Gefühl schon so anders. Man hat so viel durchlebt, man weiß, das Spiel endet bald und ja, weiß nicht. Man ist so gespannt aufs Ende, aber irgendwie will man es auch noch nicht haben, weil man ja weiß, dann ist alles vorbei. Ja, oder kennt ihr das gar nicht? Also, so bei Final Fantasy und solchen Spielen, da denkt man dann auch immer noch, ja, hier, bevor es jetzt endet, weiß ich ja, das kommt jetzt. Dann lieber nochmal irgendwie schnell das und das und das noch machen. So, das war der Geo hier. Damit hätten wir das alles hier. Leider ist hier wohl kein Grab gewesen. Dann wieder zurück zum Schnellreiseding. Bumm. Kannst du das mal wieder anvisieren oder? Ach so, du kannst nur dahin. Okay. Ja, ist klar. Da geht's ja nicht mehr lang. Ausweichmanöver. Wieso denn? Ist doch gar nichts los. Oder fangen die jetzt hier schon wieder an? Das wäre ja was. Da komme ich nicht lang. Ich muss jetzt hier wieder. Ach, diese Sachen hier. Warum kommt denn hier jetzt die ganze Zeit das mit dem Ausweichen? Wen interessiert das denn gerade? Wo ist jetzt hier unser Schnellreiseding? Wieso finde ich das jetzt nicht? Da sind wir doch hergekommen. Ist es hier oben gewesen? Dann waren wir ja hier oben schon. Bin ich den ganzen Weg nochmal. Hätte ich das ja gleich holen können mit dieser Tür auch. Ach, so verwirrend hier alles. Egal. Wir kommen eigentlich ganz gut voran. Also es wird jetzt wirklich nicht mehr lange dauern. Und ich bin dann besser abgelevelt als vorher eigentlich. Kann man auch so sagen. Ja, hier. Bergtempel. Rein mit dir. So, also auf den ersten Blick dachte ich, hier wäre jetzt noch was gewesen zum Einsammeln, aber irgendwie sieht das nur von Weitem manchmal so aus. Schatzkarte, Reliquie, wir haben doch alles. Ich dussel. Nö, hier müssen wir gar nicht hin. Woanders hin. Auch schlau, oder? So. Ja, ich dachte, wir hätten hier noch nicht alles eingesammelt. Das sah halt so aus. Komisch. Ich finde, von Weitem sieht das so aus. Nee, das interessiert mich gerade gar nicht. Wie kommt man denn bitte... Hä? Geh mal wieder hier in deine Schnellreise. Bringt mich hier nicht durcheinander. Ich muss jetzt gucken, wo ich noch hin muss. Da nicht hin. Es sei denn, von hier müsste ich das Dokument holen. Das weiß ich gerade nicht. Ist aber, glaube ich, eher das Lager. Da fehlt noch ein Dokument. Und dann haben wir es, glaube ich, auch. Also, wenn ich noch was einsammeln muss, dann könnte ich mir vorstellen, eher so nur noch am Anfang des nächsten Parts. Und dann kann man auch trotzdem sagen, da passiert dann das Ende. Ab da können wir dann wirklich wieder weiterspielen.
Wenn es noch Geos nur einzusammeln gibt, das mache ich dann offline. Das ist nicht so wichtig, finde ich, auch für euch. Ja, ach, an die Stelle, da erinnere ich mich natürlich auch noch dran. Hier habe ich ein Dokument übersehen, das schnappen wir uns jetzt mal. Und dann, ja, mal gucken. Ist das hier hinter, oder? Können wir dann hier eher lang? Wäre gut. Hier ist Muni, das ist es aber nicht. Da sind schon, kommen wir hier durch die Tür? Das ist irgendwie direkt hinter mir, ne? Hier ist die Konsole damals gewesen, falls ihr euch erinnert. Ja, haha. Ich bin nämlich damals hier durchgegangen und hab damals gesagt, falls ihr euch erinnert, scheiße, jetzt bin ich hier durch diesen Schacht gegangen. Ich habe doch noch gar nicht alles eingesammelt. Und genau da sind wir jetzt. Ja, ja, ich hab's gewusst. Nur wie komme ich da unten jetzt nochmal hin? Wie mache ich denn das? Bin ein bisschen verpeilt hier gerade. Das ist voll in die Irre führend. Moment mal. Ist da noch ein... Nee, da komme ich auch nicht durch. Hä? Oben vielleicht durch? Da, wo es vorher lang ging? Vielleicht ist das ja der Weg. Dann so rechts nochmal hier rüber. Vorher hat man sich ja so einen Weg hier durchgeschlagen. Könnte ja sein. Ja, ich glaube hier. Und auch so mysteriöse Musik. Es ist aber irgendwie dahinter. Das ist so eine Kunst für sich, ne? Diesen Kram hier immer noch einzusammeln. Könnte man auch ein ganzes Spiel draus machen, ey. Einfach nur diesen Kram einsammeln. Wäre aber etwas langweilig. So, ich komme näher. Ich habe hier auch noch einen Spind. Und da ist die Tür und deswegen habe ich es noch nicht eingesammelt gehabt. Das war das eine. Nee, kann ich die Tür nicht aufmachen. Das sind immer so Türen, die man sonst aufmachen kann. Vielleicht von der anderen Seite. Kann ich hier irgendwie durch? Einschießen? Na nö, wie komme ich hier lang? Hier? Aha. Dann muss ich ja hier lang, anders geht das ja nicht. Da. So, jetzt haben wir es. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Die beste Aufgabe. Die Solari, diese Gruppe, die Matthias gegründet hat, klingen wie Gefangene. Gefährlich und machthungrig. Okay, 4 von 5 Dokumenten. Eigentlich nur noch eins, und zwar aus der Barackenstadt. Also werden wir da sicherlich nochmal hin müssen, wie es ausschaut. Das machen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank, dass ihr so durchhaltet und mit mir auch die letzten Fitzel-Dinge einsammelt, die fehlten. Und dann haben wir es, denke ich, auch bald. Ihr seht ja, wir sammeln und sammeln. Irgendwann wird es ja wohl alles gewesen sein. Das meiste hatte ich ja schon. Es fehlen halt nur hier und da die Dokumente und das weiteste ist dann immer dieser Weg dahin. Gut, ich würde sagen, bis dann. Ihr seht mich beim nächsten Part wieder direkt, beim nächsten Dokument wieder einen Weg gespart sozusagen an Zeit. Und dann bis dann.